So, jetzt sind wir hier in Flüen, Stadtfest. Ja, die flotten Bienen sind auch wieder da. So. Und ihr macht den Honig auch selber? Na klar. Ganz, ja, richtig. Ja, eigentlich sind sie Bienen, aber wir ernten den dann. Und ihr habt irgendwo im Naturgebiet Kisten stehen oder zu Hause? Also der Verein hat die an dem Naturschutzgelände vom NABU. Ja. Und so, wir haben die an verschiedenen Standorten stehen. Zu Hause halt nicht, weil wir haben nur so ein kleines Grundstück, aber bei einem Bauernhof. Aha. Und hatten die auf einer Obstwiese stehen, bis sie gemobst wurden. Oh, die Bienen wurden geklaut. Die Bienen wurden geklaut, ja. Das gibt's gar nicht. Aber fliegen die nicht in den Standort wieder zurück, oder? Nee, weil das war abends, wenn die alle zu Hause sind, dann macht man dann ein Flugloch zu und leider, kommt weg. Ja, meine Biene ist auch abgehauen. Aber nur eine, bei uns waren es ja zigtausende. Und das ist Ihr Mann? Das ist mein doch, Mann, ja. Doch, auch wenn es sich direkt auffällt. Ihr habt ja eine süße Ehe, ne? Ja, doch, aber. Wir versüßen uns jeden Tag mit Honig, genau. Ja, wir drehen ja jetzt hier nicht nur den Stadtfilm, ein Flühner Dorffilm wollen wir drehen, auch Neukirchner. Und wir sehen uns dann irgendwann die Tage noch auf diesem Naturgelände da. Oder wie war es dann? Ach, am Donnerstag ist das, glaube ich. Ja, ja, irgendein Donnerstag komme ich vorbei und das wird dann alles interessiert. Ich danke euch, ne? Ja. Und die Bienen sind noch nicht aufgetaucht. Haben wir eine Anzeige gemacht? Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Gesungen. Und wie lange singst du schon? Hast du sehr gut gemacht. Danke erstmal. Ich singe schon, seit ich ein kleines Kind bin. Also eigentlich schon, bevor ich reden konnte. Und die Musik ist einfach alles für mich. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 16. 16 und eine unheimlich kräftige Stimme, würde ich sagen. So für das Alter, würde ich sagen. Vielen und was Dank. Sagt der Vater so? Hat er das gefördert immer? Ich bin total begeistert, ja. Ja? Immer wieder hin und weg. Und geht's weiter beruflich damit, oder? Ich hoffe doch. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich das beruflich weiterverfolgen könnte mit der Musik. Ja, super. Ich finde das auch gut. Also sehr gut. Dankeschön. Und was macht ihr hier auf dem Stadtfest? Wir bauen die Hüpfburg auf und ich sichere gerade die Leute. Also, ihr seid von der Jugendfeuerwehr. Genau, von der Jugendfeuerwehr, das ist cool. Ihr wollt auch später dabei. Wer will denn richtiger Feuerwehrmann werden? Ich glaube, wir alle. Glaub, alle, ihr wollt das jetzt das auch klar, beruflich machen. Nee, beruflich nicht, nur freiwillige Feuerwehr. Nur freiwillige Feuerwehr. Ja. Ist auch in Flüen und Neukirchen freiwillige überwiegend. Es gibt keine Berufsfeuerwehr, ist richtig, ne? Gar nicht. Ja, ich tue auch mal einen Brand löschen, aber nur wenn ich trinke. So, ich guck mal, was ihr macht hier. Du sicherst die Sache jetzt hier. Ja, genau. Ich gehe mal ein bisschen mit der Kamera in die Sonne, aber das schadet nicht, nein. So. So, was machen Sie oder du, sagen wir mal? Ich bin Betreuer von der Jugendfeuerwehr. Ach so, die Chefin? Nee, Chefin nicht, nur einer der Betreuer. Nein, der Chef Betreuer ist Markus Haas. Also, die organisiert das hier für die Jugend und Kinder? Genau. Ah, richtig. Aha. Ist schon einer runtergefallen? Nee, ne? Oh, jetzt. Super. Und hast du schon mal einen Brand gelöscht, oder? Ja, schon mehrere. Mehrere einsetzen. Mal gucken, ob es jetzt schafft. Ja. Ja, er gibt sich Mühe. Und du kannst das auch hier? Nee, noch nicht probiert. Na, das ist ein Ding. Halten nicht die Klöpfe, oder? Ja, gut. Was ist das denn? Hallo. Tolle Sache. Was hat das zu bedeuten? Ich mache jetzt gerade Werbung für die Firma FCG Immobilien hier. Aha, das ist... Ja? Ja, eben auffallen, ne? Ja, wir haben hier ein neues Lokal aufgemacht, und zwar genau vor einem Monat. Und heute ist ja der Flühner Mai. Also muss man sich als Chef auch mal ein bisschen anstrengen. Nicht nur die Mitarbeiter arbeiten lassen, ja, sondern ich zeig mal, wie wir große Sprünge machen. Aha. Können wir das mal sehen? Ja, ich kann gerne mal versuchen. Ja. Bin so gerade eben zwar gelaufen. Ist halt anstrengend? Das ist anstrengend, ja. Muss man mit nach vorne kommen. Ja. Ja, das ist ja wahnsinniges Tempo. Wie soll ich da hinterherkommen? Super. Und einmal zurück. Ja, da ist man schnell zu. Wie schnell kann man denn. Boah, Wahnsinn.
Weiß ich nicht. Was für eine Geschwindigkeit kann man erreichen? Also es gibt Leute, die können da 20 bis 30 km/h mitlaufen und auch über Autos springen. Ja. Ich bin da zu alt für. Ich habe nur so ein bisschen Spaß. Ja, das ist auch gar nicht mal schlecht. Da hole ich mir gleich einen Strumpf hier, dann mache ich einen Banküberfall und dann leise ich mir die Dinger nochmal raus. Ne? Ja, aber am Sonntag Banküberfall ist nicht so gut, ne? Ah ja, stimmt. Da muss ich mal sagen, bis morgen alles klar. Ne? Ja gut, und ihr habt ja alles hier neu aufgemacht. Genau. Habt ihr vorher schon sowas Ähnliches gemacht? Oder? Ja, wir sind in Neukirchen schon die ganze Zeit. Da sind wir schon seit 5 Jahren jetzt. Aha. Und jetzt zusätzlich hier in Fühlen noch. Ach so. Ich habe gehört, du bist bei der CDU. Ja, genau, richtig. Ja, wunderbar. Von der Grünen ist einer meiner Vermieter. Es ist wichtig, dass man halt sich für die Bürger auch organisiert, dort in dem Bereich. Ja. Und dass man im Stadtrat auch was bewegen kann. Richtig, richtig. Ihr habt ja immer mit Ala Berg zu tun, wie ich dann immer wieder höre. Ja, aber das ist ja schon Landespolitik, leider Gottes. Da können wir gar nicht so viel machen. Ne? So, jetzt, wenn wir gerade mal dabei bist, bist du auch der Fachmann. Was geschieht mit der Kulturhalle? Die hat teilweise geschlossen wegen Brandschutzmaßnahmen. Tja, wir versuchen, dass die Kulturhalle so schnell als möglich wieder offen gemacht wird. Ja. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass kein Mensch zu Schaden kommt. Ja, das und ist da richtig. Müssen halt die Leute, die die Verantwortung dafür haben und auch die Ahnung dafür haben, die richtigen Entscheidungen. Ja gut, aber ich habe auch gelesen, da hat sich auch ein bisschen alles so hingezögert ein wenig. Habe ich gehört. Ja, mal, das habe ich auch gehört, ja. Dort in dem Bereich. Aber auch das müssen andere Leute entscheiden dort in dem Bereich. Das wird im Rat und dann auch in weiteren Gremien gerade besprochen und dann am Ende auch entschieden werden müssen. Da muss die Sachlage erstmal klar sein. Das ist natürlich das Problem. Richtig. Jetzt gucken wir uns die Kulturhalle. Natürlich das Restaurant. Der Kuka hat noch immer geöffnet. Auch schon schöne Location und eine wichtige Location für Flühen. Richtig. Ja. So sehe ich das auch. Ist wichtig für die Bürger. Alles klar. Ja, das ist bald zu sehen auf meinem Flühner Dorf-TV-Film. Neukirchen natürlich auch. Wir gehen ja zum Klompenball und alles. Wir gucken uns noch mal ein bisschen hier um. Dankeschön. Und heute viel zu tun gehabt? Ja, der beste Grieche in Flühen. Und, war viel zu tun? Man darf nicht meckern, ja, war okay. Ja, war stressig auch heute wahrscheinlich, ne? Nicht so viel. Also meine Damen und Herren, wenn Sie mal in Flühen sind, ist einer der besten griechischen Imbissen. Und ich empfehle immer noch schön die Grillplatte. Ne? Danke sehr. Bitte. Sehr nett. Viel Spaß noch. Danke sehr. NRZ. Und was machst du? Bist du Reporterin? Harry, hier steht raus. Aha. Ah nee, du machst, verkaufst jetzt hier Verträge oder genau. Machst Promotion, sagen wir mal so. Promotion, genau. Ja. 14 Tage kostenlos machen wir auch. Aha. Und die Zeitungen sind immer neu. Oder ist die von gestern? Die ist von gestern. Ah, die kenne ich doch schon. Das ist ja schlecht. Ja, das ist schlecht. So. Und du willst jetzt Zeitung hier? Ja. Ja, ich wollte einfach mal die Zeitung testen. Aha. Du betreibst hier auch einen Stand, habe ich gerade gesehen. Ja. Ja, und ihr macht, ich halt mal da drauf, ihr macht Kunstschmiedesachen, Vordächer und Balkons. Dein Mann ist Schlosser. Genau. Und der kann gut schlossern. Gehe ich mal von aus. Und du machst das auch handwerklich mit so? Ich mache so ein bisschen Aufmaßtechnik hier bei Insektenschutzprofilen, die Markisen, ein bisschen Dächer und das machen wir eigentlich zu dritt. Also ja. Und die ganzen Edelstahl, Stahlgeschichten werden bei uns selbst gebaut. Ja. Individuell. Ja, und du, aber kannst du jetzt auch schweißen? Schutzgas oder Wick oder so? Hast du halt mal angeeignet oder nicht so? Nee, also so handwerklich begabt bin ich nicht. Also ja, aber kochen kannst du gut? Nee, kochen kann ich gut, Schraubenzieher kann ich auch bedienen, Akkuschrauber, alles okay. Super. Nee, da habe ich jetzt keine Ahnung. Wunderbar, ich danke euch. Tschö. Gerne. Ja, einen schönen Laden. Und hier ist auch dahinter, wird die Post betrieben. Und natürlich eine sehr gute Idee, da kommt nämlich diese Kaffeetheke. Ne? Schönen Außenbereich. Und Sie arbeiten auch täglich hier, oder? Fast. Fast. Aha. Ja. Und macht auch Spaß, ne? Ja. Machen absolut. Sie alles oder nur Kaffeebereich oder auch Verkaufen? Ich bin eigentlich für den Postschalter zuständig, so. Aber auch für Kaffee und für den Verkauf, ja. Ach so, super. Ja. Ist der Post, wie wird, läuft das mit der Post? Das verstehe ich jetzt. Die wird jetzt nicht von Postbeamten betrieben, oder? Nein, wir sind Partnershop, das heißt also, wir haben das, wir sind alle Mitarbeiter, die wir haben oder die ich habe, die sind für alles zuständig. Das heißt also Postbereich, Kaffeebar, Außenbereich und was wir hier haben mit unseren Geschenkartikeln. Aber das ist jetzt keine richtige Post, man kann ja auch Geld abholen, glaube ich. Richtig, ne? Wir haben Postbank, wir haben das komplette Paket, was mit der Post zu tun hat, das decken wir ab. Ja, das ist für ein Dorf eine optimale Sache, würde ich sagen.
oder? Ja, ja. Danke schön. Ne? Dann ist ja hier die, der Gourmetbereich ist mit unseren Likören, Essige. Und wo kommen die her, die Gourmet-Sachen? Die kommen von Gourmet Berner, die kommen aus Rheinland-Pfalz. Aha, gucken wir hier mal durch. Ja, hier ist, kann man viel kaufen, seine Postsachen erledigen, Gourmet-Sachen gibt es noch, tolle Sachen. Post und Paper, richtig? Heißt richtig, das? So ist das genau richtig, ja. Genau. Das ist hier ein, ihr macht Massage, sehe ich gerade. Ja. Aha. Und wie lange, du machst schon lange? Also ich mache das schon knapp 5 Jahre. 5 Jahre, ja. Ja, das sieht ganz gut aus. Und das ist eine bestimmte Technik, oder? Also ist mit bestimmter Technik, also traditionell Thai-Massage, die wir also momentan machen. Aha. Super. Ja, ja. Nein, nicht mehr. Und tut das gut? Immer. Immer? Gut. Du machst das auch schon lange? Ja, 5 Jahre. 5 Jahre, super. Und das tut auch gut? Ihnen auch so? Ja? Super. Ja, aber habt ihr eine riesen Schlange hier, wa? Ja, das ist hier die Metzgerei Linsen. Und alle wollen die Wurst haben. Das ist ja Wahnsinn. Ja, im Flügel ist auch immer was los, trotz des einen Dorfes. So, und du steuerst hier die ganze Geschichte? Ja. Aha. Eine riesen Technik, ne? Ja. Kannst du das auch so machen, dass ich singen kann? Nein. Das geht nicht. Man sagt immer so schön, Mischpult ist keine Kläranlage. Ach so, ja, guter Spruch. Aber wenn es schon gut ist, was reinkommt, dann kommt auch das, was rauskommt, ist dann auch sehr gut. Wie in diesem Fall. Was hast du mit deinen Armen gemacht? Mit dem Messer in den Finger gehauen und die Sehnen und die Nerven durchgeschnitten. Ach, du übel. Beim Kochen? Nee, beim Versuch eines Netzteils aufzumachen. Ach, Arbeitsunfall. Ja, nicht direkt. War für einen Kumpel. Ja. Haben wir immer kleine Schäden. Ja, die Kleine kann doch eigentlich gut singen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir sehr. Auch schon mal gehört oder erste Mal? Nee, gestern schon. Soundcheck, würde ich sagen. Mann. Gestern oder? Nee, gestern auch schon Auftritt. Ach so, Auftritt, ja, stimmt. Ja, ja. Ja, ja, super. Ja. Danke. Ja, so, sonntags Schuhe kaufen. Warum sonntags? Ja. Das ist eine gute Frage. Ja gut, Geschäfte sind Arbeit. Ja, ja, genau. Ja, vielleicht sind ja sonntags billiger. Ja. Und Sie sind die Chefin hier? Ja. Und Sie haben nicht nur Pumps, auch Kinderschuhe? Ja, genau. Auch für die Kleinen habe ich etwas gut da. Aber Männerschuhe nicht? Nein, die Männer kaufen nicht so viel, deshalb. Ach so, ja, das ist eine gute Geschäftsidee. Ja, Kinder brauchen immer gerne Schuhe, die gehen ja immer schnell kaputt. Und Frauen brauchen ja sowieso immer Schuhe. Ja, richtig. Und wer sucht dann aus die Schuhe jetzt? David, guck mal. Ja, meine Frau wahrscheinlich. Ja. Und hast du schon neue Schuhe? Zeig mal die neuen Schuhe. Du bist ja im Fernsehen. Oh, klasse. Zwei verschiedene. Oh. Ja. Ja, das ist super. Alles klar, danke. Ne? Und wie lange ist noch nicht lange das Geschäft hier? Nein, am 3. Dezember 2012 haben wir eröffnet. Und Sie wollten erst Gummistiefel hier verkaufen, ne? Ja. Nein, aber ein Scherz. Ja, super. Dann viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Bitte. Schönen Sonntag wünsche ich dann noch. Ja, danke. Und was führst du hier vor oder verkaufte oder was macht ihr? Ich führe die schönen Kerzen vom Partylight vor. Aha. Duftkerzen in einer hohen Qualität. Aha. Und wir vertreiben die auf Kerzenpartys und freuen uns immer, neue Gastgeberinnen dazu zu gewinnen. Aha. Das ist sowas wie eine, wie diese Plastikschalen, also so eine Tupperware, können wir euch jetzt mal nennen. Ja, ne? Natürlich. Ist auch natürlich eine gute Qualität und ihr macht das in Kerzen auch eine sehr gute Qualität. Ja, genau, wie alle gut Sachen im Direktvertrieb. Macht ihr für Weihnachtsbäume auch Kerzen? Nee. Nein, noch nicht. Aber da gibt es einen anderen Duft, ne? Ja, Zimtlorbeer ist unser Renner im Winter. Ja, gut, danke schön. Chef, das ist ja eine Hektik heute hier, ne? In der Eisdiele. Ja. Brechen voll die Bude auch draußen. Ja, er versucht. Ja, ein bisschen hektisch. Wie viele Leute arbeiten denn heute hier? 15. Oh, übel. Der Rubel rollt.
Ja, dann viel Spaß noch, ne? Grillen euch bei Marina. So, habt ihr Spaß heute hier? Ja, schönes klar, Wetter? Ja klar. Ne? Denke mal schon, Chef. Ja. Gestern noch im Fernsehen beim VfL 48 TV bei Revierlegenden mit Jupp Kaccio und Atta Lamek und heute Flüner Mai. Ja, Flüner Mai. Ja. Und du kommst woher? Aus Sevelen. Wo? Aus Sevelen. Sevelen. Und du warst mal eine Königin, haben wir gerade hier welche erzählt. In Schapüben, genau. Weinkönigin? Ah, Wein gibt's ja nicht hier. Was nee, Schützenkönigin. Bitte? Schützenkönigin. Ja, super. Ja. Schützen. Und du machst jetzt noch weiter, oder? Nein, das ist schon 2 Jahre her. Revierlegenden. Also, alles klar, danke. Ich bin weg. Ja, fast. Fast? War das hier alles voll gewesen? Ja, klar. Das ist ja unwahrscheinlich. Also richtig stressig gewesen, ne? Wie? Ja. Aha. Hallo, junge Frau. Alles stressig heute. War stressig heute? Nee. Schon gut klar. Nee. Jung, jung, jung ist gut. Ja, jung ist gut. Also. 2. Und stehen. Ausrichten. Jeder auf seinen Platz. Bisschen Arm auseinander, der vom Platz haben. Rechte Bein nach hinten. Chop Chagi. Und 1. Chop 2. Und 1. Und 2. Und 1. Und 2. Und 1. Und 2. Erreicht hat. Dieses Jahr hat sie schon geschafft, Landesmeisterin zu werden. Jetzt beim Kampf? Nein. Wie ist das denn passiert? Nicht, die Zähne nicht eingefahren oder da muss man doch, oder wie ist das passiert? Ich habe keine Ahnung, ich achte nicht so auf mich. Ach so, jetzt das merkst du erst, wenn du zu Ende gekämpft hast, richtig, ne? Ja. Ja, super. Und du auch keine Verletzungen, ne? Nein, alles super. Super. Okay, danke. Was Sie jetzt gesehen haben, ist eigentlich Semikontakt, Leichtkontakt. So wie es auch auf Olympiade gemacht wird. Da Theresa noch jugendlich ist, sie ist gerade mal 11 Jahre, gibt es für diese Gruppe ein anderes System, das nennt sich Punktfighting. Das heißt, sobald der Treffer da ist, wird der Kampf unterbrochen. Zeigen wir mal ganz kurz an, wie das auf Wettbewerben läuft. Achtung, Kampfstellung und los. Ja, der kommt jetzt. Mit Klappe oder ohne? Lieber ohne. Stopp! Und weiter. Stopp! So, schöne Aufführung. Wunderbar. Und Sie machen das hauptberuflich oder? Nein, ich bin Frührentner. Ich habe 2007 Leukämie gehabt. Ja. Hab's dank eines Spenders durch die DKMS überstanden und ich mache seit 45 Jahren diesen Kampfsport und das ist eigentlich mein Leben und das habe ich eigentlich zu verdanken, weil Leute sich registriert haben lassen. Deswegen möchte ich eigentlich, dass alle Leute mal darüber nachdenken. Hier steht ein Leben, was gerettet wurde, weil ein Mensch da war und hat gesagt hat, ich spende. Und Taekwondo ist für mich das, ich kann es wiedergeben, ich kann die Jugend ranziehen, ich kann sie von der Straße locken. Ich kann die Gewalt aus den Jugendlichen rausholen. Also ich habe noch nie gehabt, dass einer aus meinem Verein irgendwo in eine Schlägerei verwickelt war. Denn er weiß, was er kann und er hält sich da auch sehr stark zurück. Ja, ist auch gut für die Jugend, als auf der Straße rumzuholen, Sport zu machen. Genau. Ne? Und wie läuft der Taekwondo-Sport? Ist der gut im Kommen oder schlechter? Tennis hat ja nachgelassen, wissen wir alle. Wir sind stark im Kommen. Wir haben zurzeit 120 Mitglieder. Ja. Und das ist eigentlich für diesen Ort hier sehr, sehr hoch schon. Würde ich auch sagen. Ne? Und wie gesagt,
Wir gehen international auf Wettkämpfe. Wir haben seit 2012 internationale und deutsche Meisterschaften hervorgehoben. Und es soll eigentlich auch so weitergehen. Gut, und jetzt bei euch kann man auch Probetraining machen? Was jederzeit Probetraining machen. Wir haben eine Internetseite tkd-freestyle.de. Da stehen die Trainingszeiten drin und wir würden uns über jeden freuen. Ist egal wie alt, der Älteste, der jetzt ausgeschieden ist, der war 78 Jahre, da ist er ausgeschieden. So lange hat er noch mitgemacht. Super, danke. Nee? Bitte. Ja, ran. Jetzt fangen wir mit Pall an. Gar nichts. Wir haben vorher das Jahr auch gedreht bei dir. Da hat es Reibekuchen da. Genau. Und jetzt haben wir die Vielfalt von den Kräutern, Süßigkeiten, Kerzen. Super. Spielzeug für jeden, was dabei. Und das Wetter passt, ne? Wunderbar. Die Sonne scheint. Wir sind glücklich. Du siehst immer noch hübsch aus. Ach, genauso wie vorher. Ja. Danke. Alles klar. Danke. Jetzt sind wir am Weinstand und Sie kommen aus? Aus Heidersheim im schönen Markgräflerland. Ah, das ist ja auch, wo man sagt, der Aschenbecher. Aschenbecher, ne? Ist das richtig? Ne, das ist woanders, ne? Nein, nein. Und Sie sind selber Winzer oder nur Weine? Ja, wir sind selber Winzer. Wir sind ein sehr kleiner Winzerbetrieb, so ein reiner Familienbetrieb. Und haben nebenher noch eine Straußwirtschaft, also so eine Besenwirtschaft. Ja. Und ja, komme gern hier in die Ecke, weil wir hier auch einige schon inzwischen schönes. Und, das war meine Frage, ob Sie hier, wie kommen Sie nach Flüen? Ne? Ja. Durch die Kunden, die bei Ihnen bestellen, so genau. Kann man sagen. Ja, genau. Und einer der Kunden, der hatte mit dieser Veranstaltung mal zu tun, weil er in dem Werbering Mitglied war und er hat uns angesprochen vor einigen Jahren und seitdem sind wir eigentlich regelmäßig hier. Ja, super. Und wenn das Wetter so ist wie heute, dann freuen wir uns natürlich auch. Ja, vorher Jahr war das ja nicht so toll, ne? Da waren wir auch nicht da. Ach so, das ist gut, intelligent. Warte, ich kann Ihnen ja nochmal schön das Schild zeigen. Ja. Meine Damen und Herren. 18 Euro. So. Ja, also kann man auch Internet bestellen bei Ihnen, oder? Ja, kann man auch. Können Sie auch schnell liefern, weil ich trinke viel Wein. Ja. Also, wenn Sie heute bestellen, ist übermorgen da. Ja, super. Wenn Sie Glück haben. Ja, danke. If you're lost, you cannot, and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. Down, but I won't fall. I'm to take me on.
Ja. Kriegt der Hund auch Wein? Ja, sicher. Ja? Kriegst du Wein? Alle wollen mir besser geben. Wein, ne? Und besser als vorher mal, wo der Regen war, ne? Ja, auf jeden Fall. Da hast du ja mehr beim Strumpfmann da umgetrieben. Ja, da hatte man nichts zu tun. Ne? Ja. Hast du übrigens Wein mitgemacht? Ja, sicher. Da gehen wir gleich auch nochmal vorbei. Ne? Ja, ja. Jo. Ja, das ist wieder mein Strumpfmann. Ja, da musst du dir das angucken, ne? Vorher haben wir auch bei dir gedreht, ne? Da ja. Wollten wir einen Überfallstrumpf holen, ne? Haben wir aber keinen gefunden. Ich war bis jetzt noch nicht zur Bank gewesen. Und wie war heute? Wie läuft das heute? Wie war gut oder geht? War okay. War okay, ne? Heute war genügend Leute da. Richtig. Und haben alle Freude gehabt. Endlich mal schönes Wetter. Man ja, haben vorher war darauf gewartet, ne? Vorher ja war richtig übel, ne? Richtig, ja. Das war ein bisschen hart. Ne? Da fährst du zufrieden nach Hause. Wechselst du auch jeden Tag die Socken oder nicht? Ja, logisch. Ja, siehst du? Natürlich. Gut, wunderbar. Bin ja ein gutes Beispiel. Ja, eben. Oder hast du ja auch Gebrauchte von dir? Nee. Nein. Immer schön frische, ne? Frisch, alles klar. Und wenn sich mal ein Loch abzeichnet, dann nehmen wir neue. Alles klar, schönen Tag noch. Tschö. Danke. Was ist? Und was macht ihr hier Schönes? Erzählt mal, was macht ihr hier? Werbung für... Ja, wir machen Werbung für die Firma Selektive. Wir sind Immobilien- und Versicherungsmakler. Wir sind seit 1994 hier tätig. In Flüen selber, oder? In Flüen sind wir seit 2001 ungefähr. Aha. Und unseren Hauptsitz haben wir in Mörs auf der Unterwallstraße. Ja, das habe ich schon mal gelesen. Ne? Ja, das ist nicht klein, ja. Ja, genau. Und dann haben wir noch eine Dépendance in Krefeld. Von daher sind wir ein bisschen breit vernetzt hier am Niederrhein und das ist auch unsere Kernkompetenz hier. Und da wollen wir unsere. Und wer hat den Kuchen gebacken? Ja, das verraten wir nicht, das ist unser Geheimnis. Ja. Ja, ehrlich? Ja. Hast du den gebacken? Nö. Gerührt, oh. Abend. Oh, gut. Ja, und das Ganze verkaufen wir, geht als Spende dann so. In den Erziehungsverein hier in Neukirchen-Flüen. Und so, ja. Auch hier haben wir unsere Sparhäuschen, extra eine Aktion. Wir haben die bestellt und den Erlös spenden wir genauso auch dem Erziehungsverein Neukirchen-Flüen. Ja, aha. Da kann man würfeln. Also kannst du gleich mal würfeln, gucken, was du für ein Glück hast. Eine 1 und eine 6 spielt nicht. Und dann krieg ich was. Da kriegst du gar nichts, da musst du spenden. Das Haus kriegst du. So, also hast du Glück gehabt. Nur 3 Euro. Mit 3 Euro bist du jetzt dabei. Und ich muss jetzt 3 Euro bezahlen. Ja, 3 Euro, dafür kriegst du ein ganzes Sparhaus. Na gut, dann mache ich das. Na, das ist doch mal ein Wort. Kann ich auch drin duschen, oder? Ja, alles. Muss aber erst noch herrichten. Ne? Ja, also Handwerker ich. Musst du dann noch ein bisschen besorgen. Aber ja, da muss ich jetzt die Kamera ausmachen, muss ich ja Geld rauszocken. Okay, also einer. Genau, ja, während Sie die Kamera ausmachen, von wo sind Sie denn? Da bin ich Hausbesitzer. Genau, gerade frischer. Ja, ich wollte mir auch ein Haus bauen, aber die Schufa hat was dagegen. Ja, fand ich nicht so gut. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht hat man ja einen Freund oder Freunde, die helfen, dann geht das vielleicht. Ja, ich hole mir erstmal einen aus Lego. Ja. Und dann gibt es jetzt 20 Autos aus dem Top. A2? Nein, das sind die A3. Aus dem Shop können Sie Gutscheine bekommen von Saturn. Wenn Sie das Auto gewinnen wollen, brauchen Sie nur an dem Rädchen drehen. Nee. Ja. Dann machen wir. Und dann hat man das Auto direkt. Ganz zum Beispiel. Ja, warte, dann müssen wir dreimal hintereinander gewinnen. Uli, hau ab damit jetzt. Sagen Sie mir einmal Ihren Deutschmann. Namen. Deutschmann, ne? Mein Name ist Uli Schwetzer von Dorf TV Flüen. Hallöchen. Hallöchen. Ihr Vorname? Bodo. Wo wohnen Sie, Herr Deutschmann? Was? Der kriegt ein Auto. Der wohnt in Frankreich.